Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein ganz tolles Rezept, denn es ist wieder Crystal Time. Und es handelt sich heute, wie ihr auf dem Bild gesehen habt, um eine ganz, ganz tolle Tomatenquiche. Das ist mein absolutes Lieblings-Sommer-Rezept. Denn gerade jetzt wie diese Woche, die so heiß war, da hat man ja nicht Lust, mittags irgendwie was Warmes zu essen. Oder man isst dann häufig in der Schnelligkeit irgendwas Kleines und genießt dann eher am Abend das gemeinsame Essen. Und das Rezept kann man nämlich super gut vorbereiten, es dann in den Backofen schieben und dann genießen. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal die Zutaten. Für den Teig benötigen wir einmal 150 Gramm Mehl Typ 405, 70 Gramm kalte Butter, 50 Gramm Wasser, das am besten auch schon kalt, und einen halben Teelöffel Salz. Der Teig funktioniert jetzt ganz einfach, denn wir müssen einfach nur alle Zutaten in den Mixtopf geben und für 20 Sekunden auf Stufe 6 zu einem Teig vermengen. Jetzt wird der Teig einfach hier auf die Frischhaltefolie, die ich hier schon vorbereitet habe, drauf getan, eingepackt und für eine halbe Stunde wandert der dann in den Kühlschrank. Für den Belag benötigen wir einmal 400 Gramm Cherrytomaten, 50 Gramm geräucherter Schinken, dann nehmt ihr einfach einen, der euch schmeckt. Ich habe hier Serrano-Schinken gewählt, eine rote Zwiebel, die schon mal halbiert, 250 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Milch, 3 Eier der Größe M, 20 Gramm Speisestärke, einen halben Teelöffel Pfeffer und 3/4 Teelöffel Salz. Für den Belag gebt ihr nun als allererstes die halbierten Zwiebeln hinein für 3 Sekunden auf Stufe 5. Dann alles mit dem Spatel nach unten schieben. Jetzt fügt ihr einfach die Mascarpone, Milch, Eier, Speisestärke, Salz und Pfeffer hinein und verrührt das Ganze für 20 Sekunden auf Stufe 3. Ich habe jetzt hier schon mal unseren Teig aus dem Kühlschrank geholt. Wer jetzt ganz perfekt ist, der rollt den Teig erstmal auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus und schiebt dann den Rand nach oben. Aber ich finde, bei diesem Teig braucht man sich gar nicht die Arbeit und den Dreck zu machen. Ich mache das einfach mit den Händen so in der Form. Da könnt ihr es aber einfach so machen, wie es euch am besten gefällt. So ein kleines Stückchen nehme ich mir für den Rand weg. Und den Rest verteile ich einfach hier in der Form. Also, so habe ich jetzt schon mal hier den Teig komplett verteilt. Also ich würde auch sagen, ich gebe euch echt den Tipp, erspart euch das mit diesem ganzen Rumgepansche mit dem Mehl und macht es einfach direkt in der Form. Ich habe mir jetzt einfach hier nochmal hier so die Rollen nochmal so, damit es schön glatt wird, damit man die Fingerabdrücke nicht ganz so stark sieht, zur Hilfe genommen. Und jetzt stechen wir das Ganze mit der Gabel ein. Einfach damit der Boden gleichmäßig durchbackt. So ähnlich wie beim Mürbeteig. Verteilen wir hier den Schinken drauf. Dann die Tomaten. Und bei denen achtet man einfach nur darauf, dass man die mit der Schnittkante nach oben drauf verteilt. So, und wenn ihr das dann so schön verteilt habt, dann gebt ihr jetzt einfach nur die Creme aus dem Thermomix hinzu. Also hier der Belag, den wir quasi vorbereitet haben.
Und jetzt wandert das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für etwa so 45 Minuten.